Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Subnautica. So, das wird jetzt die letzte Folge dieser Session sein. Und. Boah, bist du ein hässlicher Vogel. Ich habe nachgeschaut und Silbererz bekommt man im roten Gras. Also dieses. In den Tiefen des roten Grases. Und da sind wir auch schon mal öfters gewesen. Deswegen schwingen wir uns jetzt einfach mal in unsere Seemotte hier rein. Da, und zack, haben wir 100%. Ist das nicht geil? Und bewegen uns in Richtung rotes Gemüse. Was auch irgendwo hier war. In Richtung vom Schiff. Sieht schon geil aus. So, rotes Gras soll Silber en masse geben. Genauso wie Gold. Wäre schon beides ganz cool eigentlich. Ist es doch, oder nicht? Ja, Tatsache. So, was ist das? Schwimmen wir woanders hin. Wo ist es denn jetzt? Hier. Gold. Was ist das hier? Wir sollten unser Glück auf jeden Fall nicht überstrapazieren, Freunde, ne? Das seht ihr auch ein. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt auch nicht. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Damit sind wir jetzt auch glücklich. Es ist eh Nacht, das heißt, es ist noch schwerer, sich da irgendwie vor Feinden zu schützen, da man die nicht sieht, wenn die irgendwo angepirscht kommen. Also. Machen wir uns jetzt schnell die Modifizierungsstation und rüsten dann erstmal unsere Seemutter auf. Hi. Warum ist sie schwarz? Na, ist aber egal. Silbererzglas. Hä? Moment. Glas, Titan. Ach so. Ich brauche jetzt noch Quarz und zwei Tischkorallenproben. Da kriegen wir easy hin. Erstmal weg. Tischkorallenproben. Und ein Quarz. Jawohl, Leute. Momentan läuft es bei uns.
Und jetzt müsste ich alles komplett haben, ja sicher. Dann mal zurück. Und mal schauen, wie der Dinge hinbau. Fuck. Passt doch niemals. Wo soll ich denn dann dahinter stellen? Ah, okay, coole Sache. Oh, wie geil! Ich kann mir eigene Module machen. Dediziertes System zur Ermittlung und Anzeige topografischer Daten auf dem HUD. Rumverstimmung. Okay. Ah, ich kann jetzt auch einen Namen geben. Ach komm, wir gedenken an Shroop. Das Ding heißt jetzt Shroop. Oh jo, warte mal. Sieht sogar gar nicht mehr so verkehrt aus, oder? Aber ist ja dunkel. Vielleicht kriegt man halt hier noch ein bisschen heller geregelt. Ne, so ist dunkel. Das finde ich, sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Steht jetzt aber irgendwo der Name an dem Schiff? Froop. Tatsächlich, aber der Name muss heller. Das O ist zwar abgeschnallt, ist nice. Das ist die Froop. Ausrüstung ansehen. Jawohl, nice. Okay, pass auf, Leute. Passt auf. Wir machen jetzt unser erstes Modul da rein. Das Energieeffizienzmodul. Und... Warte mal. Zwei Titan, ein Glas. Wir stellen uns da direkt einen Schrank rein. Mit den ganzen Seemotten-Sachen. Ein Glas. Wie viel Titan waren das? Zwei, verdammt. Okay, wisst ihr was? Wir lassen das nochmal kurz. Aber nichtsdestotrotz, verdammt, werden wir jetzt unser Energieeffizienzmodul da rein tun. Nice. Schön. Finde ich gut. Jetzt ist nur die Frage, was wir mit der Energiezelle machen. Die brauche ich ja eigentlich gar nicht mehr. So, und wieder zurück. Aufrüstung, Aufrüstung ansehen. Ja, so kann ich die doch aufrüsten, oder nicht?
Moment, ist das überhaupt für die Seemotte? Oder ist das für den Zyklop? Weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht. Na gut. Dann verschieben wir das nochmal kurz nach hinten. Von allem eins, das reicht schon. Okay, jetzt wird wieder Action hier. Caution, 30 seconds of oxygen remaining. Oh, bitte bleibt da unten. Ah, doch gut funktioniert, würde ich sagen. So, was braucht denn der süße Zyklop hier? Plaststahlbarren, emailliertes Glas, Schmierstoff zweimal und erweiterter Kabelsatz. Das hört sich auch gar nicht mehr so schwer an. Plaststahlbarren? Boah, nerviges Geräusch. Plaststahlbarren ist doch. Kann nicht mal so schwierig dran zu kommen, oder? Plaststahl. Titanbarren und Lithium. Fünf Stück davon braucht man, ne? Wie viel Lithium brauchten wir denn? Haben wir denn? Emailliertes Glas. Ja, nice. Wir haben überhaupt kein Lithium. Boah, ist das nicht geil? Da muss ich nochmal kurz Google anschmeißen. Lithium finden. Mushroom Forest. Okay. Wissen wir schon mal Bescheid. Dann hauen wir uns hier nochmal die Hucke voll, was Essen angeht. Dann machen wir uns wieder auf Mineraliensuche. Boah, und dann machen wir uns dann eigentlich jetzt in der nächsten Zeit schon auf den guten Weg, den Zyklopen zu bauen. Genau. Ist schon wieder spät, ey. Ich komme schon nicht mehr klar. Ich schmeiß mir einfach nur ganz gemütlich, schmeiß ich gleich nochmal GTA an und da ist der Tag auch für mich gelaufen. Ich mache heute gar nichts mehr. Eigentlich war der Plan noch irgendwie irgendeinen anzufragen, ob ich in die Shish, ob der mit Bock hat, Shishan zu fahren, aber ne. Heute ist irgendwie nicht mehr drin.
So, Pilzbiom war da. Ungefähr. Lithium, war halt nicht auch mal ein Lied von Evanescence? Robin, wenn du dieses Video siehst, dann beantworte mir das doch mal bitte. Oder egal, auch ein Zuschauer. Wenn er Evanescence kennt, die Band. Ich glaube schon, dass das mal ein Lied war. Ich weiß aber nicht mehr genau. So, da die Richtung ist schon mal gut. Wir sind gar nicht mehr so langsam mit dem Ding. Aber wäre auch schlimm, wenn. Boah, und der Zyklop, der wird so viel Platz haben, ey. Das ist quasi wie eine mobile Base. Ich bin mal gespannt, wie groß der sein wird, weil eine Base ist ja auch nicht gerade so klein. Kann man immerhin. Da ist das Pilzbiom. Wenn das jetzt ein Dingensfragment ist, ne, dann flippe ich aber aus. Jawohl, jetzt finden wir die Kacke direkt. Da ist noch ein Stück. Hammer, ich fühle mich echt verarscht, Freunde. Da ist noch eins. Hammerhart. So, ich denke mal stark, dass wir Lithium hier an den Felsen finden werden. Sowas wird das, glaube ich, sein. Baumleich. Da ist das Lithium. Nee. Lithium. Lithium. Mann. Zeig dich. Oh, Moment, da muss ich kurz antworten. So, es ging nämlich gerade um Abendessen. So, jetzt ist schon Abendessen schon mal geklärt. So, da ist es doch, oder? Ist auch so baumleich. Ich finde mal, der klebt aber hier nirgendwo an den Dingern dran. Das muss auf dem Boden rumfliegen. In sowas, ne? Das ist ein Fragment. Oh. Ja, jetzt ist die Frage halt, ne? Das ist Salz, oder? Ja, Salz ist das. Alter Verwalter. Na gut, die Folge ist auch eh schon vorbei. Ich denke mal, dann machen wir uns schon mal auf den Rückweg dann. Oh, jetzt. Oh fuck. Das war vielleicht ein bisschen zu stürmisch. Machen wir uns hier wenigstens schon mal auf den Rückweg. Und. Da siehst du so, wo nichts lädt, nachlädt. Da geht das voll klar mit der Seemotte. Aber unten in dem Pilzbiom spackt das voll ab. Also ich finde, wir haben... Haben wir heute was erreicht oder haben wir die Station in der letzten Folge gebaut? Ich weiß das gar nicht. Aber ich denke, wir haben heute trotzdem was erreicht. Wir haben nämlich die Modifizierungsstation gebaut. Und ja, in der nächsten Folge werden wir uns dann wohl weiter in den Zyklopen machen.
Boah, die Pirscher-Zee, die werden auch noch ätzend werden zu farmen, weil irgendwie ist ja bei mir in der Region hier gerade tote Hose, was Pirscher angeht. Stalker meine ich. Also ist doch Pirscher? Keine Ahnung. Obwohl, das ist glaube ich auf Englisch heißen die Stalker und im Deutschen ein Pirscher. Was ist das denn für ein schwarzer Punkt? Wie weit bin ich denn bitte schon noch von meiner fucking Base entfernt? Nitro. Na gut, ich hoffe, euch hat auch diese Folge gefallen. Seid auf jeden Fall dabei. Seid auf jeden Fall in der nächsten Folge dabei, wenn wir unsere Zutaten für den Zyklop bauen. Ja, ist wie Kuchen backen. Wir müssen einfach nur die richtigen Zutaten haben. So, dann docken wir jetzt nochmal hier schnell an. Und flupp. Und ich sag dann mal, hoffentlich hat es euch gefallen. Lasst mal ein Däumchen nach oben und einen netten Kommentar da. Tipps auch immer gerne in die Kommentare gehauen. Da würde ich mich bedanken. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.